Jo, hallo und Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Oberkommando. Wir spielen wieder Civilization 5 und wir feiern wieder mit unseren Brasilianern Karneval am Zuckerhut, beziehungsweise wir haben ja in der letzten Runde und in der letzten Aufnahme Karneval gefeiert. Das hat uns hier wieder einen ordentlichen. Oh no, und ich sehe gerade, unser Trend ist sinkend. Warum? Ach, jetzt steht's da. Wir haben einen Malus für unterschiedliche Ideologien. Aber jetzt bekommen wir einen Bonus für Diplomaten. Das ist natürlich cool. Dann würde ich sagen, kann man zumindest mal den Malus ausgleichen, indem wir nach Russland einen Diplomaten schicken. Also du gehst jetzt nach Moskau. Und zwar als Diplomat. Da müsste ich dann den Bonus bekommen, dass unser Einfluss sinkt. Das können wir natürlich überhaupt nicht brauchen. So, und nächste Runde wird der Eiffelturm fertig, hoffe ich doch. Und dann schauen wir mal, was der uns so bringt. Aber beziehungsweise hier ist unser Archäologe. Der guckt immer noch rum, was es hier so zu entdecken gibt. Schauen wir mal. Okay, der hat hier eine Fabrikanlage. Komm, irgendwie eine Altertumsstätte wäre doch noch ziemlich cool. Und jetzt aber nächste Runde. Und hallo Eiffelturm, hoffentlich. Yay. Und ein Zitat von Gustave Alexandre Eiffel. Wie kann man von uns denken, dass Schönheit uns nicht beschäftigt, nur weil wir Ingenieure sind oder dass wir nicht versuchen, ebenso schöne wie stabile und haltbare Strukturen zu errichten? Ja, das hat er wahrscheinlich darauf gesagt, dass er die Leute damals zur Weltausstellung in Paris, also zu diesem Anlass wurde ja der Eiffelturm errichtet. Die meisten Leute fanden, dass dieses Ding total hässlich ist, ja. Und hiermit hat er sich wahrscheinlich verteidigt. Und ja, im Nachhinein hat er ja alles richtig gemacht, denn heute ist der Eiffelturm ja wirklich sehr beliebt. Gut, was kann der hier im Spiel? Okay, wir haben einen Bonus jetzt bekommen, glaube ich, auf Zufriedenheit, wir haben jetzt plötzlich plus 11 hier, Kultur und wir haben plus 12 Tourismus und das freut uns natürlich am meisten. Jetzt haben wir also 46. Ich verstehe nicht, warum das hier jetzt sinken lässt, das ist doch doof. Aber vielleicht wird es jetzt auch in der nächsten Runde dann anders. Ansonsten, der Abstand auf Polen ist halt noch echt riesig. Und Karthago. Ich hoffe mal, dass wir das noch hinkriegen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt dann in Zukunft große Künstler eben haben, die werde ich mir jetzt dann aufsparen, so dass wir dann zumindest im Endspurt hier einen Karneval nach dem anderen raushauen können. Und du solltest doch, glaube ich, eine Mine errichten. Genau. Und jetzt haben wir hier noch ein Handelsschiff. Hipporegius. Warum kann ich denn nicht zu denen da fahren? Haben die keine Küstenstädte? Oder sind die so weit weg? Das ist doch echt doof. Na gut, dann fahr doch mal nach Hipporegius und schau, dass wir wenigstens noch ein bisschen Gold in die Kasse kriegen. Keine alte. Ah, doch hier. Altertumsstätte. Uhu. Sehr cool. So, und du, mit wem rede ich eigentlich gerade? Du machst nichts. Haben wir noch was zu tun? Überlegen? Nein. Ach doch, der Eiffelturm. Achso, der Eiffelturm hat keine zusätzlichen Plätze. Okay. Das passt dann. Und dann produzieren wir jetzt hier den Broadway. Der hat dann wieder, glaube ich, Plätze für Musikstücke. Okay, dann gehen wir mal in die nächste Runde. Und es gibt schon wieder Krieg. Alle gegen in irgendeinen Stadtstaaten, Die sehr Nationen komisch. des Westens hoffen, dass durch den Dampfverkehr die ganze Welt zu einer Familie wird. Townsend Harris, tja, seine Hoffnung war leider unbegründet. Wir können jetzt auf jeden Fall Panzerschiffe errichten und uns zu Wasser schneller fortbewegen. Und der Weltkongress weitet seine Infrastruktur aus.
Das heißt, jeder bekommt jetzt wieder mehr Abgeordnete. So, und du buddelst. Ja. Auch wenn das die Käthe dann vielleicht nicht erfreut. Aber man kann nicht alles haben, ne? So, und das hier wollte ich, glaube ich, noch haben. Genau. Freidenkertum plus 1 Wissenschaft pro Handelsposten und plus 17% Wissenschaft von Universitäten. Da sollte jetzt dann unsere Wissenschaft wieder ein bisschen steigen. Jawohl. Und jetzt können wir unsere Abgeordneten noch einsetzen. Ach, erstmal wird der Gastgeber gewählt. Da würde ich sagen, wie immer wieder die Dido. Was anderes macht wahrscheinlich eh keinen Sinn. So. Gustav Adolf ist in der Moderne. Karthago hat Freiheit eingeführt. Ah, ärgerlich. Dido hat das Zeitalter der Moderne erreicht. Zulu ist jetzt mit Riga verbündet. Okay, Riga hat Pocatello. Ach so, das hat mit den Zulus zu tun. Okay. So. Und ich würde sagen, jetzt haben wir wahrscheinlich bei Dido auch wieder einen Malus, weil wir andere Ideologien haben. Dann würde ich sagen, gehst du zur Dido als Diplomat. Und du, wo kann ich dich hinschicken? Ah, sind wir bei Russland auch wieder steigend. Okay. Aha. Karthago. Polen ist noch eine Herausforderung. Das heißt, da würde ich noch einen Diplomaten nach Polen schicken. Und du gehst nach Warschau und zwar als Diplomat. Okay. Gut. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Und schon wieder eine Ideologie ist übernommen worden. Autokratie von den Zulu, das freut uns. Das heißt, jetzt sind wir schon drei Autokraten. Und Abmachung, okay. Ah ja, okay, jetzt haben wir unser Marmor wieder für uns. Das ist schön. Das heißt, wir sind jetzt wieder zufriedener und können mehr Karnevalpunkte sammeln, quasi. Und 5 für Karthago. Ja, Karthago hat es natürlich gewonnen. Okay. Hoffentlich wird sie sich da erkenntlich zeigen. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Weil ich eh keiner leiden kann. Sorry. Aber es war schon in der Schule immer so. Die, was niemand leiden konnte, mit denen wollte man nicht befreundet sein. So. Und Kasimir. Da ist was ausgelaufen. Das erneuern wir gleich mal. Oh, kann ich nicht mehr. Das ist doof. Mit wem können wir denn dann Handel treiben? Gustav Adolf vielleicht? Ah, oh, nee. Oh. Dido? Ah ja, Dido kann wieder handeln. Kann ich auch ein Verteidigungsbündnis mit dir machen? Jo, sehr gut. So. Und super. Und dann, der buddelt hier noch, können wir in die nächste Runde. Wir haben unser Grenzversprechen gehalten. Okay, die freut sich, dass wir. Ah ja, okay, der ist jetzt freundlich, weil wir auch Autokraten sind. Und die Völker mit den spitzesten Stöcken. Ja, militärisch sind wir leider immer noch ziemlich am Abkacken. Aber ich glaube, es heißt ja irgendwie immer, zum Verteidigen braucht man irgendwie 50% der Truppen des Angreifers oder nicht mal, vielleicht glaube ich nur ein Drittel, um erfolgreich verteidigen zu können. Von daher halte ich mich mal an diese Devise und hoffe, die stimmt. So, du hast jetzt hier eine Mine gebaut. Ansonsten kannst du hier, glaube ich, nicht mehr viel machen. Du kannst jetzt noch da oben gehen. Okay, und Salvador. Du hast vorher an Rio geliefert. Das darfst du weiterhin tun.
Ja, du sollst ja dahin. Und okay. Katharina möchte offensichtlich wieder irgendjemanden angreifen. Hoffen wir mal, dass es die Zulu sind und nicht wir. Denn hier oben sind wir wirklich komplett offen. Das wäre echt ziemlich bitter, muss ich sagen. Vielleicht sollten wir da auch mal irgendwie unsere Grenzposten verstärken. So, und wir können die Archäologie wählen. Und ein schoschonisches Artefakt. Das machen wir. Bam. Und haben wir jetzt den Bonus. Ah, das ist schon wieder antik. Das bringt uns nicht weiter. Da brauchen wir leider irgendwie ein anderes Artefakt. Okay, dann werden wir jetzt zunächst mal bei uns rumbuddeln. Weil hier auf dem Kontinent gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Okay, tut mir leid. Wird nicht mehr passieren, du hast eh nichts mehr. Und es wurde schon wieder ein großer Musiker geboren. Was uns leider nichts bringt, weil wir keine Plätze haben im Moment. So, du baust hier eine Mine. Du, oh Gott, haben wir jetzt schon viele von diesen Typen. Konzertreiseunternehmen können wir natürlich auch noch machen, ne? Gut, dann auch noch eine Option. Also man kann sich ja auch ganz viele von denen fürs Finale letztendlich aufheben, wenn es dann wirklich um die Wurst geht. Und dann, ja, ist das sicherlich hilfreich. So, und Abgeordnete. Pocatello möchte die Kunstfinanzierung. Würde ich sagen, nein. Machen mal drei Nein und zwei Ja. Embargo Shoshonen. Und setzen das ein. Und dann geht's in die nächste Runde. Und es wurde schon wieder ein großer. Ah, okay, das ist gescheitert. Und das Embargo ist leider auch gescheitert. Okay. So, und jetzt würde ich sagen, ab jetzt können wir die Typen für die Technologie. Und ich sehe gerade, Uruguay hat das 1 zu 0 geschossen, und zwar gegen England. Tja, die armen Engländer, die haben es irgendwie nicht so mit Turnieren. Ich gucke nämlich gerade nebenbei so ein bisschen WM. So, war es ein schönes Tor. Ah, und er tankt sich durch die Mitte. Schön auf links außen und fast wie Arjen Robben rein und Kopfball wunderschön herausgespielt. 1 zu 0 für Uruguay. Sollte in der ersten Halbzeit noch was passieren, lasse ich es euch hier direkt wissen. Okay, und ich würde sagen, jetzt nehmen wir das hier, Technologie entdecken. Henry Ford. Wir können jetzt die Weltkriegsinfanterie, Militärstützpunkte und die Freiheitsstatue errichten. Sehr schön. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Und als nächstes entdecken wir hier die Luftfahrt. Okay, und Pocatello beliefert uns jetzt leider nicht mehr. Da, hier, Madame Bidel. Was soll's? Können wir wieder Einheiten modernisieren? Ah ja. Den kann man jetzt machen zu einer Gatling Gun. Das ist natürlich ziemlich cool. Dann nehme ich mal die, die hier so vorne an der Front direkt stehen. Gatling Gun. Yeah. So. Und wir gehen weiter. Min vän, det är min övertygelse att den uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Ja. Gustav Adolf möchte mit uns zusammenarbeiten und das möchten wir auch. Lass uns Freunde sein, lieber Gustav. Und du findest es auch toll, liebe Dido. Du findest es scheiße. Tut uns leid, aber dich kann eh keiner leiden. Und du gehst in Bereitschaft. Du auch. So. Und nächste Runde. Oder noch nicht. Du darfst hier noch eine Mine bauen.
Und jetzt aber. Nananga Heik. Nananga Heik. Gerne doch. Nützt ja nur uns. Okay, Kasimir, offene Grenzen. Die hätte ich aber wieder gerne mit dir. Pozdrawiam cię. Zamieniam się w such. Jo. Nice. So, mit Polen müssen wir echt noch was machen. Wieso bekommen wir bei Russland einen Bonus für Propaganda durch einen Diplomaten und bei Polen nicht? Oder hilft Propaganda nur bei Leuten mit unterschiedlichen Ideologien? Ah, tatsächlich. Okay. Wo haben wir denn noch unterschiedliche Ideologien? Nirgends. Ah, das ist ja gut zu wissen. Okay. Wusste ich nicht. Dann bringt uns das nichts. Oh, wie... Okay, ich glaube, den Polen müssen wir dann nachher mit Musikern überfluten. Und hier, die hat schon Weltkriegsinfanterie. So, so. Gut zu wissen. Und wir gehen in die nächste Runde. Jak ci się podoba moja oferta? Ja, natürlich. Ja, du findest es auch schön, liebe Käthe. Russland ist jetzt auch mit Polen befreundet. Okay, das müssen wir wieder erneuern gleich. Und wir haben den Archäologen fertig und der darf jetzt dann mal bei uns buddeln. Und du fängst gleich mal hier oben an. So, Dido. Dam. Dam. Offene Grenzen und Verteidigungsbündnis. Sehr schön. Und nächste Runde. Ja. Ja, wir sind alle befreundet. Alle Best Buddies. Die Luftfahrt war weder Industrie noch Wissenschaft. Sie war ein Wunder. Igor Sikorsky. Wir haben die Luftfahrt entdeckt, das heißt, wir können jetzt Dreidecker-Weltkriegsbomber Prora bauen. Als Autokraten. Okay. Und Gold von Chateau, das interessiert uns nicht und das interessiert uns auch nicht. Und ein großer Künstler wurde wieder geboren. Haben wir für den noch Platz? Jo, haben wir. Ah, dass beide großen Kunstwerke vom selben Typ sind. Selben Zeitalter. Und beide entweder aus der Zivilisation der Stadt oder aus anderen Zivilisationen stammen. Okay. Gut, den können wir auf jeden Fall mal... Und wir haben offensichtlich ein Faible für asiatische Kunst, denn wir haben entdeckt Yan Liben von Yan Liben Bunyan Tu. Kaiser Taizong empfängt den Abgesandten von Tibet. Sehr schön. So, und du bist jetzt hier drin. Nee, das bringt nichts. Ah, hier können wir vielleicht was machen. Ah, ja. Und jetzt haben wir hier plus 2. Bringt uns das denn was? Oh, plus 4. Cool. Museum für brasilianische Kunst des Zeitalters. Ah ja, jetzt bräuchten wir noch gleiches Zeitalter. Moderne... Brasilien Moderne. Plus 4. Yeah. Jetzt haben wir wieder ein bisschen maximiert. Sehr cool. Plus 58 jetzt. So. Schauen wir mal, wie sieht's aus. Okay, steigend, steigend, steigend. Hier steigt immer noch langsam. Das ist nicht gut. Das sind halt gerade die zwei größten Batzen, die wir eigentlich bewältigen müssten.
Wir bräuchten halt irgendwie dringend einen Handelsweg nach Polen. Aber wie wir den kriegen, weiß ich noch nicht. Vielleicht sollte ich auch langsam mal Schiffe bauen, um da mal rüber zu schippern und gucken, was da so passiert. Und das kann man eigentlich auch gleich machen. Du baust mir mal eine Fregatte zum Erkunden. Und ansonsten würde ich sagen, ein Amphitheater, Stallungen, eine Uni und eine Börse. So. Du bist damit fertig. Das ist schön. Du kannst hier gleich anfangen zu buddeln. Du kannst ein Päuschen machen. Nächste Runde. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder so weit und fertig für heute. Dann beende ich die Aufnahme für hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Oberkommando. Wir spielen Civilization 5 und wir möchten einen Kultursieg mit unseren Brasilianern erringen. Okay, und jo, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald und Servus.